Die Heide brennt am Samstag in Donnern und die Vorfreude bei den Party-People ganz überall im Kuxland ist riesengroß, auch im Bremerhaven und umzu. Und wir können es uns nicht nehmen lassen, einen Tag vor die Heide brennt mal einen Blick auf das Festivalgelände zu werfen. Eike Hinrich Bahr ist da, einer der Organisatoren. Eike, ihr habt schon aufgebaut, ihr seid ready zum Starten und ihr habt heute großes Kinderfest. Was ist los? Ja, wir haben heute die kleine Bühne auf dem Kids Open Air Heidebrand in der Erstauflage heute freigegeben, wo wir gleich einmal auch über den Platz geben können. Und da ist heute der Ansturm sehr groß. Die Resonanz ist super, das Wetter ist perfekt, wie man hier im Hintergrund schon sehen kann. Wir haben Programme aufgebaut für die Kinder, wir haben Hüpfburgen hier, wir haben ein leckeres Angebot an Süßigkeiten und an Leckereien für Groß und Klein. Und wir haben natürlich den DJ Roggi hier auf der kleinen Bühne mit Moderation für Jung und Alt, dass hier für jeden was dabei ist. Das ist das für euch so ein bisschen Generalprobe für morgen für die Heide brennt? Ja, vielleicht auch. Also an der großen Bühne wird noch immer gebaut. Das ist also, es läuft nach und nach, findet der Aufbau dann so statt. Generalprobe würde ich jetzt nicht sagen. Das ist also so ein kleiner Start für die Jungen, weil denen können wir das dann auch mal ermöglichen, dass sie auch mal den Spaß der Großen genießen können. Eine Generalprobe ist es nicht, es ist einfach nur eine Möglichkeit für Jung und Alt zu feiern. Die Vorfreude auf morgen ist trotzdem riesengroß. Und was erwartet ihr morgen? Ausverkauftes Haus? Die Hütte brennt. Wir werden sehr voll werden. Die Wetterprognosen sind ja aktuell auch gut. Das ist ja das Wichtigste bei einem Open Air für uns. Wir spielen da ja immer mit dem Wetter. Wir haben einen optimalen Vorverkauf. Wir haben noch nie so viele Tickets verkauft wie in diesem Jahr. Die Resonanz ist optimal positiv und wir freuen uns super. Wer noch nicht bei die Heide brennt gewesen ist, kannst du uns das Festivalgelände so ein bisschen vorstellen? Was sehen wir dort im Hintergrund zum Beispiel? Wo sind die Bühnen? Ja, also das Festivalgelände ist ja so aufgebaut, dass wir eine innere Insel haben, wo als Besonderheit beide Bühnen Rücken an Rücken stehen. In der Insel kriegt man auch Cocktails. Dort haben wir die auch Gaudermeisterstadt im Hintergrund, wo es auch einige Specials von uns gibt und auch unseren eigenen Cocktail, den wir selbst entwickelt haben, auch den werden wir dort anbieten. Genau, wir haben dort die beiden Bühnen. Wir haben oldschool ein kleines Dorfzelt extra aufgebaut und nicht modern mit Pagoden gebaut, so wie im ganzen Hintergrund. Da haben wir überall Pagoden gebaut als Tresen, dass wir auch so ein bisschen das Dörfliche beibehalten. Und das ganze Gelände ist kreisförmig aufgebaut. Das heißt, man könnte einmal um alles rundherum gehen im Hintergrund und auch in diese Richtung rundherum gehen und sich alles anschauen. Man hat niemals eine Sackgasse. Also Wahnsinn, da wird richtig was geboten. Der Vorverkauf läuft gut. Die Wetterprognose ist auch eigentlich okay. Es könnte ein bisschen regnen, aber ich glaube, das stört euch nicht, oder? Ja, morgen Vormittag soll es ein bisschen Regen geben. Das ist für uns dann die Generalprobe, ob alles wasserfest ist. Und der Rest wird dann seinen Weg gehen. Wer ist denn jetzt nochmal bei die Heide brennt eigentlich willkommen? Die jungen Leute oder aber auch die Älteren? Wer ist denn so euer Stammpublikum? Also wir fünf Organisatoren der Heide brennt, das sind ja Lenard und Rieke, Daniela und Jens und ich. Wir möchten gerne einfach ein breites Publikum ansprechen. Alle ab 18 Jahren, jung und alt. Wir haben sehr viele Ältere. Das Durchschnittsalter der Tickets in den letzten Wochen konnten wir online beim Verkauf sehen. War also weit über 30. Also wir waren, ich glaube, bei 36, 37 Jahren. Das heißt, hier ist auf jeden Fall keine Kinderparty angesagt. Wir wollen wirklich ein breites Publikum ansprechen. Daher auch diese wunderschöne Bühne mit einem breit gefächerten Musikspektrum und hier hinten im Hintergrund die große Bühne, die erst morgen geöffnet wird, mit einem großen Angebot an Licht und aufgepeppten Songs. Das heißt vor allen Dingen, wenn es dunkel wird, wenn die Sonne untergeht, dann wird das Ganze so ein richtiges Event, dann wird das so richtig ja, pyromäßig genial, dass man sich so richtig schön wohlfühlt. Das erste Mal los ist. Es ist sehr gut gefüllt. Wir haben eine sehr ausgelassene, ruhige und freundliche Stimmung hier. Wir sind selbst sehr überwältigt von dem hohen Aufkommen an Publikum, was hier aufgetaucht ist. Wir sind Gott sei Dank platztechnisch gut vorbereitet, Getränk- und Essentechnisch auch gut vorbereitet auf viele Gäste, die wir hier versorgen können, um eine angenehme Atmosphäre für Jung und Alt zu bieten. Wahnsinn, wirklich, was ihr dort macht, das ist wirklich aller Ehren wert. Und man kann, glaube ich, jetzt schon sagen, das Kids-Festival, das schreit nach einer Wiederholung im nächsten Jahr. Ja, also ich denke auch, das ist
Also die erste Auflage soll es nicht damit gewesen sein. Wir werden das vermutlich in einer zweiten Auflage dann nochmal wieder starten. Das geht so mehr. Heidebrenn 2024 lässt damit nicht mehr lange auf sich warten. Wie man hier schon sehen kann. Unglaublich, was da los ist. Das ist wirklich der Wahnsinn. Eike, erzähl uns doch mal, wenn ich morgen mit dem Auto anreisen will, kann ich bei euch bequem parken oder ist das stressig? Ja, wir haben die Anfahrtskarten haben wir veröffentlicht. Man kann im online bei Facebook, Instagram kann man überall die Karten einsehen, dass man die richtigen Wege findet. Wir haben Hinweisschilder aufgestellt, weil oftmals die Zufahrtswege leider nicht geparkt werden. Daher immer den Hinweisschilder folgen. Und bitte den Anordnungen da einmal folgen, wenn da steht, nicht parken, noch bitte nicht parken. Wir haben ausreichend Parkplätze hier zur Verfügung. Es wird niemand bis zum Gelände laufen müssen oder weite Wege laufen müssen. Immer den Straßenschildern folgen und dann können wir euch hier alle versorgen und beherbergen und bestens bewirten. Sag mir doch mal, ihr habt einen Cocktail im Angebot, einen speziellen. Magst du ein bisschen verraten, was das für ein Cocktail ist? Ja, wir haben vor einigen Jahren den Domirenia ins Leben gerufen und den werden wir hier dieses Jahr an diesem Jägermeisterstand, der hier in meinem Hintergrund jetzt gleich auftauchen wird. Ah, schön. Lecker, ja. Ist gerade noch in der Aufbauphase. An diesem Jägermeisterstand im Hintergrund werden wir den Domirenia anbieten, der aus großen Teilen aus Limette und Jägermeister besteht und einigen anderen Zutaten. Sollte man auf jeden Fall mal probiert haben. Diesmal neu dabei ist auch der Apfelmeister. Den sollte man vielleicht auch einmal kosten. Und wer den dann gekostet hat, der fährt dann bitte nicht mal mit dem Auto nach Hause, wahrscheinlich. Selbstverständlich nicht. Dafür haben wir aber auch ein ausreichendes Angebot an Möglichkeiten, mit dem Taxi sich von hier vorzubewegen. Taxi Gödecke wird sich hier breit auffächern und aufstellen, um alle Gäste heil und sicher nach Hause zu bringen. So, das ist eine Party Ü18, ganz wichtig. Also ihr müsst 18 sein, wenn ihr dorthin wollt, zu die Heide brennt. Und noch ganz wichtig auch, Karten möglichst im Vorverkauf sichern, weil Abendkasse, ist die gesichert? Ja, nein? Der Vorverkauf ist leider beendet. Es gibt keine Vorverkaufsticket mehr. Was das angeht, sind wir soweit eigentlich ausverkauft. Es gibt noch ein paar Tickets an der Abendkasse, das lassen wir noch. Aber man sollte vielleicht nicht zu spät kommen, damit man auch wirklich noch raufkommt. Wir werden wir haben ein begrenztes Spektrum an Besucherplätzen hier und wenn voll, dann voll leider. Okay, also früh da sein, wenn ihr noch eine Restkarte haben wollt. Ansonsten, die meisten haben sich eingedeckt im Vorverkauf. Und dann freuen wir uns auf die Heidebrenn. Und die Bilder, die machen uns schon richtig Spaß. Und wir merken hier schon, der Eike ist schon richtig dabei. DJ Roggy legt auf auch schon. Ihr habt ja ein tolles DJ-Programm auch morgen. Also die Heidebrenn, das ist Pflichtprogramm am Samstag. Danke dir für diese Eindrücke, Eike, und alles Gute. Alles klar. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Ciao. Bis morgen. Tschö. Ciao.